Willkommen zur Toxikologie-Vorlesung. Heute unser neues Format Wunschsubstanzen in 10 Minuten. Kein Witz. Sie können sich Substanzen auswählen und dazu berichte ich dann in 10 Minuten das Wichtigste. Und bisher haben die meisten die Dioxine gewählt, also der Fachausdruck polychlorierte Dibenzodioxine. Und wenn wir über Dioxine sprechen, dann kommt uns automatisch Seveso in den Sinn. Was war da passiert? 10. Juli 1976, es kam zu einer Explosion in einer Firma in der Nähe von Mailand. Diese Firma stellt das bekannte Desinfektionsmittel Hexachlorophen vor. Doch bei der Herstellung dieses Desinfektionsmittels entsteht als Verunreinigung Dioxin. Und 2 Kilogramm dieses Dioxins waren bei der Explosion ausgetreten und haben sich als Staub auf umliegende Ortschaften niedergeschlagen. Nach 2 Tagen Kleintiere, die im Freien waren, sterben. Nach 5 Tagen Kinder, die im Freien waren, bekommen Kloakne. Ein gespenstisches Szenario, das sich in unser kollektives Gedächtnis eingeprägt hat. Eine schlimme Situation mit Panikreaktionen und besonders schlimm eben Kinder mit der Chlorakne. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Zunächst zur Chemie, die dahinter steht. Das ist das Desinfektionsmittel Hexachlorophen, das synthetisiert werden soll. Und bei der Synthese entsteht das 2,3,7,8-Tetrachlor-Dibenzodioxin, kurz TCDD, die giftigste Substanz der Chlorchemie. Und die hat eine gewisse chemische Ähnlichkeit zum Hexachlorophen. Und für dessen Synthese wird zunächst TCB benötigt. Also TCB, das 1,2,4,5-Tetrachlorbenzol. Durch Zugabe von Natriumhydroxid kann man dann das TCP herstellen, das 2,4,5-Trichlorphenol. Und aus dem wird dann weiter das gewünschte Hexachlorophen hergestellt. Bei hohen Temperaturen entsteht jedoch zusätzlich aus dem TCP das TCDD, das toxische Dioxin. Das Dioxin wird nie absichtlich hergestellt, das wird eigentlich für nichts benötigt, das ist nur giftig, aber es entsteht als Nebenprodukt bei chemischen Synthesen. Grundlagen, so sieht die Grundstruktur aller Dioxine aus, diese beiden aromatischen Sechsringe, die durch über diese Brücken verbunden sind. Und an diesen Positionen, also hier 1, 2, 3, 4, ebenso an diesen 4 Positionen, kann Chlor gebunden sein. Und die giftigste all dieser Substanzen ist die 2,3,7,8 chlorierte Verbindung. Aber wie gesagt, es gibt viele andere. Es können maximal 4 Chloratome hier gebunden sein oder auch nur eines. Dadurch ergibt sich eine Vielzahl an Dioxinen und diese unterschiedlichen Substanzen bezeichnet man als Kongenere. Also diese Dioxine entstehen bei Verbrennungsprozessen in Gegenwart von Chlor. Das ist bei der Müllverbrennung der Fall, bei Heizungen und wie eben gesagt bei der Produktion bestimmter Substanzen wie Herbizide und PCBs. Wir nehmen Dioxine durch fetthaltige Nahrungsmittel auf, da besonders Milch, Fleisch und Fisch. In pflanzlichen Produkten kommen Dioxine kaum vor. Die Muttermilch kann relativ hohe Konzentrationen an Dioxinen enthalten, falls die Mütter gegenüber Dioxin exponiert waren. Sehr wichtige Eigenschaft: Dioxine haben eine hohe Fettlöslichkeit. Deswegen werden sie gut aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert und dann in unserem Fettgewebe gespeichert. Und ganz kritisch, Dioxine
sind nicht nur sehr giftige Substanzen, sondern sie bleiben auch lange im Organismus. Ihre Halbwertszeit liegt zwischen 5 und 11 Jahren. Das ist extrem lange. So schnell werden wir die Substanzen also nicht mehr los. Wie bestimmt man nun die Belastung, die Exposition von Menschen? Das geht über den Toxizitätsäquivalenzfaktor. Die Toxizität der giftigsten Verbindung, also der 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzoparadioxin, das hat einen Toxizitätsäquivalenzfaktor von 1. Und alle anderen Kongenere haben einen niedrigeren TEQ. Und so muss man dann messen, welche Konzentrationen welcher Kongenere auftreten, und man addiert dann die TEQs auf. Was macht man bei Verdacht auf Vergiftung? Es ist heute möglich, Blut zu nehmen und dann in Blutfett die Dioxine zu bestimmen. Das ist sehr praktisch, nämlich früher musste man dafür eine Biopsie von Fettgewebe nehmen. Das war wesentlich aufwendiger. Dann vergleicht man, wenn man diese Daten hat, die Analyse mit Normwerten, wo man sich dann immer eine aktuelle Tabelle holen muss. Und was hier wichtig ist, die TCDD-Äquivalente, die korrelieren mit dem Lebensalter. Das liegt eben daran, dass die Halbwertszeit so lange ist. Einmal aufgenommenes Dioxin wird man so schnell nicht wieder los. Drum hat die normal exponierte Bevölkerung im höheren Alter mehr Dioxin im Blut als jemand, der noch jung ist. Und wenn man jetzt beurteilen will, ob eine Person, die man untersucht hat, mehr als normal Dioxin im Blut hat, muss man das also altersaufgelöst vergleichen. Was sind die Wirkungen auf den Menschen? Am häufigsten ist die Chlorakne. Das sieht so aus. Und da ist es ganz wichtig, dass Sie wissen, die Chlorakne ist viel schwerwiegender als die juvenile Akne. Also im jugendlichen Alter hat man ja auch eine Akne, die aber wieder vergeht, die man relativ gut behandeln kann. Dagegen die Chlorakne ist über viele Jahre persistierend und ist ganz schlecht nur behandelbar. Und Menschen, die eine solche Chlorakne haben, sind in ihren sozialen Interaktionen eingeschränkt. Nämlich diese Akne sieht nicht nur schlimm aus, es kommt auch zur Geruchsbildung. Die Chlorakne riecht so eine Mischung aus faulig und nach Chemie. Also drum ist es auch dazu gekommen, dass betroffene Menschen zum Beispiel aus öffentlichen Verkehrsmitteln verwiesen worden sind, und die Selbstmordrate ist erheblich erhöht. Also das ist eine schwerwiegende Sache, so eine Chlorakne. Weiterhin kommt es zur Immunsuppression und damit dem Risiko von Infektionserkrankungen. Leberschäden können entstehen, Nervenschäden. Besonders typisch ist die Schwäche der Beine. Es kann zu Kopfschmerzen und Depressionen kommen. Und das ist das Schwerwiegendste, wenn große Mengen von Dioxin in die Umwelt gelangen: Missbildungen, also Teratogene und Fehlgeburten. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Nun, ist Dioxin krebserzeugend? In Nagern, in Ratten, verursacht es Leberkrebs. Da ist es eindeutig krebserzeugend. Im Menschen wird Dioxin als mögliches Karzinogen geführt. Es kommt wahrscheinlich zu einer leichten Erhöhung von bestimmten Tumoren des hämatopoetischen Systems. Dagegen auch zu einer leichten Erniedrigung von Brustkrebs wegen der antiöstrogenen Wirkung von Dioxin. Am schlimmsten aber, wenn das massiv in die Umwelt gelangt, sind die Fehlbildungen und Fehlgeburten. Und ich könnte nicht eine Kurzpräsentation über Dioxine geben, ohne diese schrecklichen Bilder zu zeigen. Das ist als
bestimmte Entlaubungsmittel im Vietnamkrieg eingesetzt worden sind. Das waren Dichlorphenoxy-Essigsäure-Verbindungen. Das sind Herbizide und die sollten dazu dienen, die Bäume zu entlauben. Man hat aber in Kauf genommen, dass diese Entlaubungsmittel Dioxine als Verunreinigung enthielten. Und die Folge ist, dass heute etwa 3 Millionen Opfer dort an den Spätfolgen des Agent Orange leiden. Das heißt Agent Orange, weil diese Entlaubungsmittel in Fässern waren, die mit einem orangen Zeichen gekennzeichnet waren. Ja, diese Fehlbildungen sind zum Beispiel verkürzte Gliedmaßen, sehr häufig die Lippenkiefer-Gaumenspalte und in besonders schwerwiegenden Fällen können zum Beispiel vollständig die Augen fehlen. Nach diesem Exkurs in die Niederungen menschlichen Handelns wieder zurück zu bestimmten wissenschaftlichen Aspekten, nämlich wichtig sind noch Interspeziesunterschiede und der Wirkmechanismus. Interspeziesunterschiede. Im Meerschweinchen ist die LD50, also die Dosis, die die Hälfte der Tiere umbringt, zwischen 0,6 und 2,5 Mikrogramm pro Kilogramm. Das ist sehr wenig. Damit ist Dioxin eine sehr toxische Substanz. Nur zum Vergleich, das Paracetamol, das wir auch besprochen haben, das entwickelt hohe Toxizität erst so zwischen 300 und 500 Milligramm pro Kilogramm, also bei wesentlich höheren Dosen. Dann das Meerschweinchen ist am empfindlichsten. Am anderen Extrem liegt der Hamster, der viel resistenter ist. Und wir Menschen liegen so etwa dazwischen und sind ungefähr so empfindlich wie Mäuse oder Hunde. Nun, wie kommt es zu solchen Speziesunterschieden? Um das zu verstehen, muss man wissen, wie die Substanz wirkt. Das ist hier zusammengefasst. Das ist das Dioxin. Weil es sehr fettlöslich ist, gelangt es leicht in die Zelle und kann dort an ein bestimmtes Protein binden, einen Rezeptor, abgekürzt AH-Rezeptor, das bedeutet Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor, übersetzt Kohlenwasserstoffrezeptor. Ein Rezeptor, der bestimmte physiologische Funktionen im Organismus ausübt. Wenn aber Dioxin kommt, dann kommt es zur Verdrängung dieser Inaktivierungsproteine um den AH-Rezeptor. Dieses Prinzip von Inaktivierung durch Proteinbindung, das kennen Sie schon, nämlich vom Retinoblastomprotein und dem Transkriptionsfaktor E2F. Also das Retinoblastomprotein bindet an E2F und inaktiviert es. Das Prinzip haben wir also öfter. Nun, sobald dann diese Inaktivierungsproteine den AH-Rezeptor freigegeben haben, bindet das Dioxin an einer bestimmten Stelle des Rezeptors. Und dann muss noch dazu kommen, dass der Rezeptor in einem ganz bestimmten Muster phosphoryliert ist. Und erst dann gelangt es in den Zellkern. Was passiert nun im Zellkern? Dort findet es einen Partner, ein anderes Protein, das ARNS abgekürzt wird. Die beiden lagern sich zusammen, bilden ein sogenanntes Dimer. Und das Dimer agiert dann als Transkriptionsfaktor. Das heißt, es bindet an die Nukleinsäuren und bringt bestimmte Gene zur Expression. Dann wird also die Boten-RNA gebildet und daraus werden Proteine gebildet. Und warum ist Dioxin jetzt toxisch? Weil es das Muster der Genexpression verändert. Das heißt, es werden gegenüber dem normalen, gesunden Zustand bestimmte Gene zu viel gebildet und andere werden blockiert. Und im schlimmsten Fall kann ein solcher Eingriff in Genexpressionsmuster zu schweren toxischen Folgen führen, wie zum Beispiel den eben gezeigten Fehlbildungen. Da sollten Sie noch ein wichtiges Prinzip mitnehmen, nämlich wir haben Beispiele gelernt, wo toxische Substanzen bestimmte Körperzellen
umbringen. Das ist die Zytotoxizität. Das kennen wir vom Paracetamol und daraus entsteht dann zum Beispiel Lebertoxizität. Das ist aber noch ein anderer Mechanismus. Auch Dioxin kann natürlich Zellen umbringen in noch höheren Dosen. Aber in bestimmten niedrigeren Dosierungen, die die Zelle noch überleben lässt, stört es eben die Genexpression und auch das kann zu bestimmten Toxizitätsformen führen, die wir beim Dioxin kennengelernt haben. So viel also die 10-Minuten-Version zum Dioxin. Vielen Dank, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch und bis zum nächsten Mal.